Der FCK bedeutet mit Sicherheit mein sportliches Leben, das ist überhaupt keine Frage. Wie es dazu gekommen ist, war ein Spiel, ein einziges Spiel. Ich stamme ja aus Pirmasens und wir hatten ein Endspiel in der A-Jugend gegen die Kreisauswahl, wie es damals hieß, Kaiserslautern. Sie haben auch vorher schon hoch gewonnen, wenn da kommt Kreis Pirmasens. Aber im Kreis Pirmasens haben gespielt Hannes Riedl, Sippel Pierung und Sipp Stapel. So, und dann kam der FCK und wir gewinnen dort 1-0 in Zweibrücken. Dann hat noch einer mich angeschossen beim Elfmeter, also noch Elfmeter gehalten. Und da war Jula Lorand, Heinz Klee waren bei dem Spiel. Und die haben gesagt, den wollen wir. Mein Ex-Schwiegervater war ja im Vorstand des FCK zur damaligen Zeit und hatte ein Geschäft in der Stadt, in Kaiserslautern. Und da kam der Gedanke, weil viele Leute hatten einfach nicht die Wünsche, die Utensilien, was FCK betrifft. Und da hat er mir ein Geschäft zur Verfügung gestellt und ich habe mich darum gekümmert und habe dann in ganz kurzer Zeit schon 60, 80, 100 verschiedene Produkte gehabt. Unter anderem auch das, was ich dir jetzt zeige. Manschettenknöpfe als Beispiel. So gab es auch Anhänger. Es gab wahnsinnig viele Dinge. Also es war echt Wahnsinn. Und die Leute, die waren ja dankbar drum. Ich habe den FCK immer in Verbindung mit der ersten Liga, mit der höchsten Spielklasse gesehen. Und deshalb tut es mir auch unheimlich leid, aber ich weiß auch, wie man dazu gekommen ist. Das war kein Zufall. Aber es nützt nichts, in die Vergangenheit zu gucken. Wir müssen gucken, dass wir nach vorne schauen, dass wir das Beste draus machen. Und mein Wunsch, da bin ich ja nicht allein, ist, dass wir so schnell wie möglich aus dieser Liga rauskommen, wo wir jetzt sind. Also mir bedeutet der Verein sehr viel, sonst wäre ich nicht schon 55 Jahre Mitglied im Verein. Das ist überhaupt keine Frage, obwohl ich ja zwischendurch auch mal wieder weg war. Aber der Verein war, ist und bleibt meine Herzensangelegenheit, absolut. Und dann habe ich den FCK in seiner Ursprungsform habe ich erlebt mit einer Holztribüne noch. Da, also viele wissen das nicht mehr, aber wenn man so lange dabei ist, dann weiß man das. Ne?